Jesus zieht in Jerusalem ein. Daran erinnern wir uns an Palmsonntag. Die Situation ist ungefähr die. Jesus war schon weit bekannt und jetzt war er auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann zieht er dort in die Stadt ein. Er reitet in diese Stadt. Die Menschen stehen rechts und links am Rand und sie freuen sich. Sie haben eine große Hoffnung, die sie in diesen Mann, in diesen Jesus setzen. Die Hoffnung ist, dass jetzt jemand kommt, der ihr Leben verändert, der ihren Alltag besser macht, der ihr Land besser macht, der ihr ganzes Leben besser macht. Und deswegen legen sie Palmzweige vor ihn und Mäntel. Sie wollen, dass er nicht über diesen Dreck der Straße gehen muss, sondern dass er mit diesen Mänteln auf einem roten Teppich quasi in Jerusalem einziehen kann. Wir zoomen jetzt nochmal raus aus der Szene und schauen uns mal nochmal das größere Bild an. Denn als Jesus in Jerusalem einzieht, da hat er schon einiges hinter sich und auch noch einiges vor sich. Und der Bibeltext, um den es jetzt gleich geht, der macht eben dieses große Bild auf. Ich lese dir mal vor aus Philipper 2. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das waren die Verse 6 bis 11 aus Philipper 2. Diese Verse beschreiben ganz kompakt diesen Weg von Jesus. Sie zeigen quasi das große Bild seiner Reise. Und diesen Weg kann man in 5 Etappen aufteilen und diese 5 Etappen, die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Etappe 1 ist im Himmel. Er, der in göttlicher Gestalt war. Lange bevor Jesus in Jerusalem einzieht, da ist er im Himmel, also in der Ewigkeit. Jesus ist eine Person des dreieinigen Gottes. Gott ist eben dreieinig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so ist auch der Sohn schon immer da. Und in diesem Text geht es vor allem um Gott, den Sohn. Er ist es, der in göttlicher Gestalt war. Und das bedeutet, dass er am Anfang, also quasi noch vor der Zeit eigentlich, bei Gott war mit allen Vorzügen. Das Johannesevangelium, das formuliert es so, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus ist dieses Wort. Das heißt, er ist von Anfang an dabei. Die Welt, die wurde durch ihn geschaffen. Und Jesus war in dieser Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, ein Gott. Das heißt, Gott ist in sich Liebe. Gott ist in sich Gemeinschaft. Das ist das Gegenteil von Einsamkeit. Gott ist Gemeinschaft. Gott ist Liebe. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind immer in einer Gemeinschaft, die von Liebe, von Frieden, von Respekt und auch von Gerechtigkeit geprägt ist. Drei Personen, ein Gott. Aber das ist jetzt alles schon ein bisschen arg philosophisch, vielleicht auch ein bisschen arg theologisch. Vielleicht sogar so abstrakt, dass irgendwie das gar nicht verständlich ist. Und ich glaube, sowas in die Richtung hat sich Gott auch gedacht. Und dann hat er sich vielleicht gedacht, hey, es muss irgendwie konkreter werden, es muss anschaulicher werden, es muss anfassbarer werden. Und wie wurde es das? Jesus hat nicht krampfhaft daran festgehalten, Gott gleich zu sein. Er hat es nicht für einen Raub gehalten, Gott gleich zu sein, sondern er war bereit, auch loszulassen. Er war bereit zu verzichten. Gott wurde Mensch. Und damit sind wir bei der zweiten Etappe. Weihnachten. Jesus hielt nicht daran fest, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Es gibt dieses Lied, vom Himmel hoch, da komme ich her. Und dieses Lied ist ein Weihnachtslied, aber man kann es trotzdem super singen an Palmsonntag. In diesem Lied von Martin Luther heißt es, ach Herr, du Schöpfer aller Dingen, wie bist du worden so gering, dass du da liegst auf dürrem Gras, davon ein Rind und Esel aß. Gott wird Mensch und direkt nach seiner Geburt wird dieser menschgewordene Gott in eine Futterkrippe gelegt. Luther formuliert dann in der nächsten Strophe in diesem Lied den Gedanken,
selbst die Welt als Ganze, eigentlich selbst die wäre noch zu klein, um Gott in all seiner Herrlichkeit und Macht zu fassen. Doch Gott wird Mensch und lässt sich sogar in so eine kleine Futterkrippe legen. Und damit nicht genug. Jesus entäußert sich. Das heißt, er entleert sich. Okay, komisches Wort. Damit ist sowas gemeint wie, Jesus muss jetzt wachsen. Er muss jetzt lernen. Er weiß nicht einfach alles. Er kann nicht einfach alles. Lukas berichtet mal vom 12-jährigen Jesus. Und er sagt, dass dieser Jesus an Weisheit und an Kraft zunahm. Und da sehen wir das nochmal, was es bedeutet, dass Jesus sich entäußert. Jesus muss lernen. Er hat Lernprozesse gemacht. Er wusste vorher manche Dinge nicht, dann hat er es gelernt und dann wusste er es. Oder er konnte manche Dinge nicht, dann hat er es gelernt, dann konnte er es. Da sehen wir, Gott wurde Mensch. Das bedeutet auch, er war mal müde. Er war mal hungrig, er musste essen, er musste trinken. Er musste auch nach einer langen Reise mal Pause machen und konnte nicht mehr. Das heißt, Jesus geht raus aus dieser Ewigkeit und lässt sich auf ein vergängliches Leben als Mensch ein. Vorher allmächtig, allwissend, ein direkter Teil von dieser Gemeinschaft in Gott, in diesem dreieinigen Gott. Und jetzt wird er Mensch und jetzt muss er lernen. Er hat manchmal keine Kraft mehr, er braucht Pause und er weiß auch nicht alles. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Was heißt es, dass Jesus sich erniedrigt? Weihnachten und diesen Platz in der Futterkrippe für diesen Mensch gewordenen Gottes hatten wir ja schon. Aber die Erniedrigung, die hat noch andere Facetten. Jesus begegnet ganz unterschiedlichen Menschen, die zu seiner Zeit überhaupt nicht angesehen sind, die andere meiden. Zum Beispiel berührt er Aussätzige, die aufgrund ihrer Krankheit von der Gesellschaft ausgestoßen werden. Oder er isst mit Zöllnern, die von ihren Landsleuten als Verräter angesehen werden und deswegen gemieden werden. Oder er spricht zu der Ehebrecherin, der eben Ehebruch vorgeworfen wird und die gesteinigt werden sollte, und er spricht ihr Vergebung zu. Jesus hat also Gemeinschaft mit Menschen, die andere meiden. Und dafür wird auch manchmal auf ihn herabgeblickt. Und dann zieht Jesus in Jerusalem ein. Und die Menschen, die sind begeistert. Sie rollen ihm sozusagen den roten Teppich aus. Doch wenn wir dann genauer hinsehen, dann merken wir, er reitet ja gar nicht auf einem prächtigen Schlachtross mit großem Gefolge, sondern er reitet auf einem Esel. Er zieht auch gar nicht ein, um die Stadt zu erobern und die Römer zu verjagen, sondern er kommt in Demut in Jerusalem an, auf einem Esel. Er ist sich auch gar nicht zu schade dafür, um schmutzig zu werden. Die Palmzweige und Mäntel, die seine Füße auch vor dem Staub der Straße schützen sollten, die hätte es gar nicht gebraucht. Denn Jesus ist jemand, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Er kniet sich selber in den Staub und wäscht den Jüngern den Straßendreck von ihren Füßen. Er zeigt ihnen damit, was bei ihm wichtig ist. Wer unter euch der Größte sein will, der soll den anderen dienen. Und er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und so kommt der Moment, wo Jesus im Garten Gethsemane sitzt. Er betet dort, er weiß, was kommen wird. Lukas berichtet davon, dass Mose und Elia ihm auf diesem Berg der Verklärung gesagt haben, was noch kommen wird. Das heißt, Jesus wusste das auch gar nicht umfänglich. Er hat sich eben entäußert. Und jetzt sitzt Jesus im Garten Gethsemane und betet. Er hat Angst, ist menschlich. Er ringt mit sich, was er tun soll. Auch das ist menschlich. Er betet, er spricht mit Gott, mit seinem Vater. Seine Jünger, die schlafen, weil sie müde sind. Jesus betet und er ringt richtig mit sich. Er muss sich zu diesem Entschluss durchringen und er tut es auch. Er ringt sich dazu durch, gehorsam zu sein. Er betet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, er entscheidet sich dazu, er ringt sich dazu durch, gehorsam dem Heilsplan Gottes zu folgen. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Jesus wird von Judas verraten. Einer seiner 12 engsten Schüler verrät ihn. Peinlich, oder? Erniedrigend. Alle anderen seiner engsten Schüler hauen ab. Sie fliehen. Auch das ist doch irgendwie peinlich, oder? Halten die gar nichts von ihrem Lehrer? Jesus wird vor den Hohen Rat geschleppt.
Falsche Zeugen beschuldigen ihn. Sie beschmutzen sein Ansehen, seinen Ruf. Der Hohe Rat, der will ihm Gotteslästerung nachweisen. Und als Jesus dann bestätigt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, da zerreißt der Hohe Priester sein Gewand. Und das Urteil steht für den Hohen Rat fest. Der Hohe Rat sieht Jesus als Gotteslästerer. Und dann schicken sie ihn zu Pontius Pilatus, weil sie selber eben keine Todesstrafe durchführen durften. Die Menge, die kurz zuvor noch Hosianna, Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn gerufen hatte, die hat jetzt umgeschwenkt und ruft jetzt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und die Menge darf jetzt wählen, wer freikommt, so ein Brauch, den es damals gab. Und vielleicht erinnerst du dich an das Wählen im Sportunterricht, wenn Mannschaften gemacht werden. Ich erinnere mich daran, dass es immer dann Wählen gab und dann stand alles in einer Reihe und man hat gewählt, mit wem man in der Mannschaft sein will. Und am Schluss ist halt immer eine Person übrig geblieben. Und es war immer irgendwie komisch. Und es war irgendwie immer auch so ein bisschen so, dass man dachte, ah, das ist also die Person, die man als letztes erst wählt. Bei Jesus ist es eine Entscheidung von nur zwei Leuten. Da ist ein Mörder und da ist er. Und die Menge wählt. Und wen wählt sie? Sie wählt den Mörder. Ihn will sie freikommen lassen. Jesus nicht. Jesus ist der, der übrig bleibt. Auch das erniedrigend. Und so kommt es. Jesus wird auch von Pontius Pilatus verurteilt. Jesus wird öffentlich ausgepeitscht. Er wird zum Schauspiel und zur Belustigung für die Menschen. Und da gibt es Soldaten, die verspotten ihn, indem sie ihn zum König machen. Weil sie sagen, der sagt doch, er ist der König der Juden. Und dann geben sie ihm eine Dornenkrone und einen Mantel. Andere verdecken ihm die Augen mit so einem Sack. Schlagen ihn und sagen ihm, hey, du bist doch ein Prophet, dann sag uns doch, wer dich geschlagen hat. Und dann stirbt Jesus schließlich am Kreuz, halbnackt. Und sein Kreuz steht an nicht weit von der Straße, wo viel los ist, wo die Leute vorbeikommen und sich angucken können, dass da wieder Leute gekreuzigt wurden. Die Römer dachten, es ist doch gut, wenn die Leute sehen, was mit Schwerverbrechern bei uns passiert. Und es sollte ein abschreckendes Beispiel sein für die Menschen, die da vorbeilaufen. So dachten zumindest die Römer. Aber Gott hat ganz anders gedacht. Gott hat gedacht, hey, dieser Typ am Kreuz, mein geliebter Sohn, der ist ein Vorbild dafür, wie ihr euch verhalten sollt. So sollt ihr auch leben. Beim Lesen von diesem Text vorher, da habe ich einen Vers weggelassen, der eigentlich auch noch irgendwie dazugehört. Und zwar den Vers 5. Habt diese Gesinnung unter euch, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Paulus führt diesen ganzen Text an und erzählt diese ganze Geschichte, um den Leuten in Philippi in der Gemeinde zu sagen, ihr sollt die gleiche Haltung an den Tag legen wie die von Jesus, nämlich, dass er sich erniedrigen lässt, dass er andere höher achtet als sich selber. Er hat sich entäußert, er hat sich erniedrigt um unseretwillen. Und er macht es ja alles nicht, weil er jetzt Erniedrigung irgendwie gut findet oder weil er halt mal was anders machen will als alle anderen. Er macht es, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und er macht es, um uns einen Weg zum ewigen Leben und Zufrieden mit Gott zu schaffen. Ich glaube nicht, dass man Liebe so richtig messen kann, aber wenn ich es jetzt machen müsste und versuchen müsste, Liebe zu messen, dann würde ich gucken, wie viel ist jemand bereit, für jemand anders aufzugeben. Wie viel Kraft darf mich eine andere Person kosten? Wie viel Zeit darf mich eine andere Person kosten? Wie viel Geld darf mich eine andere Person kosten? Wie sehr bemühe ich mich, darüber nachzudenken, was einer anderen Person wichtig ist? Jesus lässt es sich alles kosten. Er wird Mensch, er lässt sich verspotten, er erniedrigt sich und er lässt sich kreuzigen. Aus freien Stücken hat er sich dazu durchgerungen, Gott gehorsam zu sein, um uns zu erlösen, um uns zu zeigen, wie sehr Gott jeden von uns liebt. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Ich denke bei diesem Vers an die Auferstehung. Jesus bleibt ja nicht tot, er wird wieder lebendig. Er begegnet den Frauen, den Jüngern und auch ganz vielen anderen Menschen. Gott, der Vater, erhöht ihn, indem er ihn auferweckt und damit auch sagt, hey, dieser Jesus war kein Gotteslästerer, sondern was er gesagt hat, ist wahr. Er hatte wirklich die Autorität zu sagen, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Dazu ist er autorisiert und das demonstriert die Auferstehung, dass Jesus die Autorität dazu hatte, das zu sagen, wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Der Name Jesus, der bedeutet, Jahwe rettet.
In Jesus, da rettet Gott. Und Petrus formuliert es in der Predigt mal so: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und in keinem anderen ist die Rettung zu finden. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. In diesem Namen Jesus, da liegt unsere Rettung. Wer ihn anruft und wer auf ihn vertraut, der darf sich gewiss sein, dass er Frieden mit Gott hat und ewiges Leben bekommt. Du darfst dir gewiss sein, dass in Jesus dein Glück, dein Frieden, deine Sicherheit, deine Freiheit, dein ewiges Leben liegt. Die fünfte Etappe. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ganze Universum kniet sich nieder. Das ist das Bild, das hier gezeichnet wird. Alle, das ganze Universum, alle, die jemals gelebt haben, alle im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, also einfach alle, werden sich niederknien vor Jesus und werden bekennen, dass er der Herr ist. Wir können es nur ungefähr ausmalen, wie und wann das sein wird, aber genau wissen wir es nicht. Mit der Hilfe der Offenbarung des Johannes könnte man aber schon vermuten, dass das sein wird, wenn alle Toten auferstehen und dann anschließend eben gerichtet werden. Aber genau wissen tun wir es nicht. Was wir aber sicher wissen, ist, dass Gott in seine Liebe zu uns kommt. Dass er sich erniedrigt, dass er ganz viel auf sich nimmt und ganz hohes Opfer bringt, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und um uns zu retten, zu erlösen, ewiges Leben zu schenken. Und eines Tages, da wird das gesamte Universum bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du das likest und darfst auch gerne den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, ich wünsche dir Gottes Segen für deinen Tag.